Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Pressefoyer nach dem Ministerrat. Heute mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Arbeitsminister Martin Kocher. Herr Gesundheitsminister, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, wir haben heute die 70%-Marke der impfbaren Bevölkerung mit Covid-19-Impfungen überschritten. Das ist ein wichtiger Schritt, aber nicht das, was wir brauchen, um endlich wieder einen Alltag ohne Coronavirus und die dadurch notwendig gewordenen Schutzmaßnahmen führen zu können. Das ist auch nicht das, was wir brauchen, um möglichst sicher durch den Herbst und den Winter zu kommen. Deshalb stehen Arbeitsminister Kocher und ich heute hier. Wir ziehen ein weiteres Schutzpaket, Schutznetz in unsere Gesellschaft gegen das Coronavirus ein. Ab 1. November gilt eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz sorgt für besseren Schutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und zwar überall dort, wo die Menschen täglich hin müssen und wo sie einen großen Teil ihres Tages verbringen. Es kann nicht sein, dass man sich am Ort der Arbeit unter Umständen dem Risiko einer Corona-Infektion aussetzen muss. Für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber schafft diese Regelung zusätzliche Planungs- und Rechtssicherheit. Wo eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus gut überwacht und so frühzeitig unterbunden werden kann, können Betriebsschließungen aufgrund von Clusterbildungen beispielsweise besser verhindert werden. Es ist mir auch ein großes Anliegen, bei der Ausarbeitung von Corona-Maßnahmen auf größtmögliche Fairness zu achten. Viele Regeln, die in den letzten 1,5 Jahren erlassen worden sind, gingen in den Freizeitbereich hinein. Jetzt, wo wir in der glücklichen Lage sind, über mehr als ausreichend Impfstoff zu verfügen, ist es nun höchst an der Zeit, gleich zu ziehen und auch den Arbeitssektor mit einzubeziehen. Auch mit Blick auf die Schulen, das ist für mich eine Frage von Fairness und Solidarität, denn auch für die Kinder gilt ja schon und gehört schon lange zum Alltag, dass sie den Nachweis eines geringen epidemiologischen Risikos erbringen müssen. Doch ein Großteil von ihnen, nämlich von den Kindern, kann sich anders als die Erwachsenen noch gar nicht mit einer Impfung schützen und so dazu beitragen, dass wir bald möglichst wieder einen Alltag ohne Corona-Maßnahmen haben werden. Die notwendigen gesetzlichen Grundlagen für eine umfassende 3G-Regelung am Arbeitsplatz wird morgen im Bundesrat beschlossen. Die Details über Maßnahmen haben Expertinnen und Experten beider Häuser nach Gesprächen mit den Sozialpartnern ausgearbeitet. Eine entsprechende Verordnung wird nach dem Bundesratsbeschluss morgen von mir erlassen werden. Also was gilt ab 1. November am Arbeitsplatz? Wenn am jeweiligen Arbeitsort ein physischer Kontakt zu anderen Personen nicht ausgeschlossen werden kann, braucht es zukünftig einen 3G-Nachweis, also einen Nachweis über eine Impfung, eine Genesung oder über einen negativen Corona-Test. Wir sprechen hier nicht von Homeoffice, wir sprechen hier nicht vom Nachtwächter oder vom Lkw-Fahrer. Relevant ist die Frage, ob man in seinem Arbeitsalltag mit anderen Menschen in Kontakt kommt, also etwa in einem vollen Büro oder in der Kantine. Für die Einhaltung der Maßnahmen sind beide Seiten, sowohl Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, verantwortlich. Eine 3G-Pflicht wird es künftig parallel auch für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler geben. Die Regelungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich werden ebenfalls angepasst. Nicht geimpfte und nicht genesene Personen müssen jederzeit einen gültigen Test vorweisen können, analog zur Regelung von Pädagoginnen. Das heißt, es muss immer ein gültiger negativer Test im Gesundheits- und Pflegebereich vorgewiesen werden können. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir mit Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz auch die Maskenregelung vereinfachen werden. Arbeitnehmerinnen müssen künftig eines der 3G nachweisen, sie müssen aber keine Maske tragen. Einzige Ausnahme wiederum ist der besonders sensible Bereich Alters- und Pflegeheime bzw. Spitäler. Hier ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zusätzlich zum 3G-Nachweis weiterhin verpflichtend.
Die 3G-Regel am Arbeitsplatz wird am 1. November in Kraft treten. Bis einschließlich 14. November gibt es eine Übergangsfrist. Wer in dieser Zeit in der Arbeitsstätte keinen 3G-Nachweis hat, muss durchgehend eine FFP2-Maske tragen. Ich betone immer wieder, dass wir diese Pandemie nur gemeinsam besiegen können. Wir haben in den letzten 1,5 Jahren gesehen, was möglich ist, wenn wir uns abstimmen, wenn wir gut zusammenarbeiten. Europa ist vergleichsweise gut durch diese Pandemie gekommen. Daher schauen wir auch laufend zu unseren europäischen Nachbarn, welche Maßnahmen sie ergreifen, welche Maßnahmen wirken, welche wirken weniger gut. Daraus können wir viel lernen, wie wir den Weg aus der Pandemie finden. Ich habe daher sehr interessiert nach Italien geblickt, als dort am 16. September 3G am Arbeitsplatz angekündigt wurde. Dort gibt es laut Umfragen eine hohe Zustimmung zu dieser Maßnahme und nicht nur das, die Regelung trat erst vergangene Woche in Kraft. Trotzdem hat sie bereits zu einem Impfturbo geführt. Italien hat nach der Ankündigung einen deutlichen Anstieg der Buchungen für die Erstdosis verzeichnen können. Auch in Slowenien hat die 3G-Regelung am Arbeitsplatz zu einer gesteigerten Nachfrage an Corona-Schutzimpfungen geführt. Ich bin also überzeugt, dass wir heute eine Maßnahme präsentieren, die nicht nur für mehr Fairness sorgen wird, sondern auch mehr Sicherheit bringt. Wir haben am 1. November eine Regelung in Österreich, die uns auch, und das ist natürlich wesentlich, uns zu einer höheren Durchimpfungsrate bringen wird und damit in Richtung unseres gewohnten Lebens. Ich möchte in diesem Sinn eindringlich an Sie appellieren, bitte holen Sie sich Ihre Corona-Schutzimpfung, wenn Sie sie noch nicht haben, und vervollständigen Sie Ihren Schutz. Und ganz wichtig, wenn Sie bereits doppelt geimpft sind und demnächst Ihre dritte Impfung ansteht, machen Sie sich so bald wie möglich einen Termin aus, damit Sie weiterhin gut gegen die Delta-Variante geschützt sind. Jetzt zählt jede Impfung. Nur gemeinsam schaffen wir den Weg aus dieser Pandemie. Herr Arbeitsminister, bitte. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Sie haben mitbekommen, dass die letzten Wochen es sehr intensive Gespräche gab über 3G am Arbeitsplatz. Es waren Expertinnen und Experten involviert. Wir wollten eine praxistaugliche Regelung haben, die vor allem sicherstellt, dass Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet ist. Der Schutz der Menschen, die arbeiten, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ist dem Arbeitsminister natürlich ein ganz großes Anliegen. Und ich bin froh, dass wir gemeinsam jetzt diese Regelungen präsentieren können und auch Regelungen, die gemeinsam mit den Sozialpartnern besprochen wurden, abgestimmt sind. Ich glaube, man muss darauf verweisen, dass Österreich insgesamt mit den vielen Tests, die es in Österreich gab, schon zu Beginn des Jahres besser durch die Krise gekommen ist als andere Länder. Das ist eine Stärke von Österreich. Ich war jetzt in den letzten Tagen und Wochen einige Mal im Ausland. Da wird Österreich oft als beispielhaft, was das Testregime betrifft, hingestellt und gesehen. Das hat Österreich erlaubt, früher zu öffnen, hat auch dazu geführt, der Bundesminister hat es gesagt, dass auch in gewissen Bereichen keine Maskenpflicht notwendig ist. Und das war gut für die wirtschaftliche Entwicklung, für den Arbeitsmarkt und für die Erholung. Wir hatten im zweiten Quartal schon in Österreich die stärkste Erholung am Arbeitsmarkt von allen europäischen Ländern. Und auf diese Stärke setzen wir jetzt mit dieser Regelung auf. Wir wollen, dass künftig für alle Arbeitsorte, an denen ein physischer Kontakt zu anderen Personen nicht ausgeschlossen werden kann, eine Pflicht zum Nachweis einer der 3Gs eingeführt wird mit 1. November. Bisher wird das auch schon, ich glaube, das muss man auch dazu sagen, in vielen Betrieben gelebt. Es gibt Betriebsvereinbarungen, es gibt Betriebe, die das schon praktizieren. Wir schaffen jetzt mit dieser Regelung Sicherheit auf der einen Seite für die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer, auf der anderen Seite aber auch für die Unternehmer, Unternehmerinnen, die jetzt damit eine klare Regelung haben und nicht auf Betriebsvereinbarungen oder andere Vereinbarungen setzen müssen. Die Pandemie ist nicht zu Ende und das gibt uns die Chance, gut durch den Winter zu kommen. Mir oder uns beiden, glaube ich, war es ein großes Anliegen, auch schon zu Beginn der Gespräche, dass die Tests bis auf Weiteres gratis bleiben. 3G am Arbeitsplatz ist natürlich eine gewisse Herausforderung, führt dazu, dass einige Menschen gewisse Anstrengungen auf sich nehmen müssen, aber wir wollten sicherstellen von Anfang an, dass das Testen
bis auf Weiteres gratis bleibt. Welche Bereiche betrifft nun diese Pflicht? Der Herr Gesundheitsminister hat schon angesprochen, wir haben eine Pflicht, die sowohl Betreiber, Inhaber als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleichermaßen betrifft, sind also alle in einem Boot, ich glaube, das ist auch wichtig zu betonen. Welche Arbeitsplätze sind betroffen? Es ist sowohl der privatrechtliche als auch der öffentliche Dienst betroffen, auch das ist wichtig, gilt also für alle. 3G gilt beispielsweise im Büro, hier trifft man sich ja öfters in Gemeinschaftsräumen, bei Veranstaltungen oder Sitzungen. Es gilt auch in klassischen Dienstleistungsbereichen, zum Beispiel natürlich im Friseursalon oder bei dem Physiotherapeuten, der Physiotherapeutin. Es gilt im öffentlichen Dienst, zum Teil galt das auch schon im öffentlichen Dienst, zum Beispiel in den Schulen, zumindest zum Teil seit Beginn des Schuljahres. Es gilt nicht für physische Kontakte, die sehr selten stattfinden und die im Freien stattfinden, ist schon angesprochen worden, der Lkw-Fahrer, die Lkw-Fahrerin, die ihr Ladegut übergibt, der oder die ist nicht betroffen davon. Oder Förster, die im Wald arbeiten. Wie sind die Maßnahmen geregelt? Eine Anpassung in der Covid-Maßnahmenverordnung ist auch schon angekündigt worden. Das gibt Sicherheit für die Arbeitgeberinnen und die Arbeitgeber. Ich bedanke mich ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit bei diesem Thema. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, weil wir damit sicherstellen, dass am Arbeitsplatz die Ansteckungsgefahr noch geringer ist, als sie bisher schon war. Wie wird das kontrolliert? Vielleicht ist auch noch eine Frage, die sicher viele beschäftigt. Es ist festgeschrieben, dass stichprobenartige Kontrollen erfolgen sollen durch den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin. Wie das genau gemacht wird, ist den Unternehmen überlassen. Wichtig ist, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Nachweis mitführen müssen über den 3G-Status und den jederzeit vorweisen können sollen. Es geht darum, dass wir eine praxistaugliche, durchführbare Kontrollmöglichkeit haben. Die Arbeitsinspektorate im Arbeitsministerium werden natürlich auch unterstützen bei der Beratung von Unternehmen, wie sie es bisher schon gemacht haben während der Pandemie, auch bei dieser Maßnahme die Unternehmen beraten, wie das auch idealerweise gemacht werden kann. Die Kontrollen erfolgen durch die Gesundheitsbehörden. Insgesamt ist es mir wichtig, dass wir unabhängig von 3G am Arbeitsplatz nochmal darauf hinweisen, dass es wichtig ist, mit den Möglichkeiten, die wir haben, bei der Impfung vernünftig und verantwortlich umzugehen. Das ist wichtig, glaube ich, auch für die 3G-Regelung. Ich appelliere dann alle politischen Vertreterinnen und Vertreter, dass es eine Gemeinschaftsaufgabe ist, diese Pandemie zu bewältigen und gut durch den Winter zu kommen. Und das gilt für die Impfung ganz besonders. Und daher nochmal der Aufruf, diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen, um möglichst bald auch Regelungen, wie wir sie haben, aufheben zu können und keine weiteren Regelungen mehr zu brauchen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Welche Fragen gibt es jetzt Ihrerseits? Herr Haberhauer, bitte. Ich habe zwei Fragen. Die eine ist, wie schaut es aus bei Verstößen? Gibt es da Strafen? Wie hoch sind die? Und die zweite Frage wäre an den Herrn Gesundheitsminister. Sie haben es angesprochen, dass für die Kinder noch keine Impfmöglichkeit da ist. Ist da absehbar, wann hier diese Impfung für die unter 12-Jährigen dann auch kommen wird in Österreich? Wenn ich zu den Verstößen starten darf, ich glaube, erstens ist es mal wichtig, darauf hinzuweisen, dass natürlich hoffentlich in fast allen Betrieben es keine großen Schwierigkeiten mit der Regelung gibt oder geben wird, weil sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der einen Seite, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen auf der anderen Seite auch einigen und sich auch gemeinsam dafür einsetzen werden, dass es einen sicheren Arbeitsplatz gibt. Wenn es Verstöße geben sollte durch die Gesundheitsbehörden, würden die aufgedeckt, dann gibt es Verwaltungsstrafen im schlimmsten Fall, die im Covid-Maßnahmengesetz geregelt sind. Verursacherprinzip gilt hier, also wenn zum Beispiel ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin keinen Nachweis mitführen würde, dann wäre die Strafe in diesem Fall, wenn es keinen Nachweis dafür gibt, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin sporadisch kontrolliert hat, dann wäre die Strafe an den Arbeitgeber, an die Arbeitgeberin und die Höhe ist im Maßnahmengesetz geregelt. Zu der Kinderimpfung der 5- bis 11-Jährigen ist es so, dass wir wahrscheinlich Mitte, Ende November die Zulassung durch die EMA erwarten, ist noch nicht ganz fix, dann braucht es in Österreich vielleicht noch ein, zwei Wochen. Es geht um Dosisanpassungen, es geht dann um die Definition
auch von Ausnahmen bei den 5- bis 11-jährigen Kindern. Das heißt, ich rechne damit, dass die ersten 5- bis 11-jährigen noch in diesem Jahr geimpft werden können. Weitere Fragen? Herr Tittelbacher hat vorhin. Dankeschön. Herr Minister, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist die Verordnung bereits fix und fertig, wird aber erst veröffentlicht morgen, sobald der Bundesrat das beschlossen hat. Und eine zweite Frage dann noch an die Politiker. Ist es eigentlich so, dass dann diese 3G-Verordnung auch im österreichischen Parlament gilt? Oder ist das Parlament der einzige Ort, an dem gearbeitet wird, aber wo das nicht gilt? Es ist richtig, man hätte das mit einer Verordnung machen können oder mit einem Gesetz. Stabilere Variante ist das Gesetz, macht die Maßnahme auch umfassender. Das heißt, morgen Bundesrat, da erwarten wir eben kein Veto der Opposition und Ende dieser Woche werde ich dann die Verordnung in Kraft setzen. Gelten wird sie ab 1.11. Ich glaube, dass es im Parlament das Recht, das Mandat auszuüben, spricht dagegen eine 3G-Regelung, soweit ich das weiß. Aber Martin, ich glaube, wer weiß, dann du. Wir sind beide keine Juristen. Nein, das freie Mandat ist ein sehr hohes Gut in einer parlamentarischen Demokratie. Aber da müsste man jetzt die Juristen des Parlaments und den Parlamentspräsidenten fragen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass alle Parlamentarier, Parlamentarierinnen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Parlament auch 3G-Nachweise haben. Die Frage ist, ob es kontrolliert werden darf, klarerweise. Ja. Möglicherweise an beide. Wie hoch sind die Strafen bei Vergehen? Möglicherweise noch ein bisschen genauer. Und was passiert, wenn dauerhaft oder beharrlich, glaube ich, heißt das korrekte Wort, die Maßnahmen nicht eingehalten werden? Gilt ein Antigentest ebenso wie der PCR-Test und ändert sich das, wenn im Stufenplan sich was ändert? Und die Art und Weise, wie kontrolliert wird im Unternehmen, es heißt stichprobenartig, wenn ich das richtig sehe. Was passiert eigentlich, wenn der Unternehmer lückenlos kontrolliert? Kann das wiederum zu viel sein oder gibt es da in der Umsetzung irgendwelche Klärung noch? Danke. Soll ich starten vielleicht? Also die Idee ist nicht, und das wäre tatsächlich zu viel, dass es zum Beispiel Eingangskontrollen, dauerhafte Eingangskontrollen bei Unternehmen gibt. Das wäre lückenlose Kontrollen, das ist tatsächlich stichprobenartig. Was das genau ist, ist rechtlich festzulegen. Ich gehe mal davon aus, dass man einfach gelegentlich schauen muss, wie ist der Status der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das kann täglich sein bei einzelnen Personen, das kann aber auch sein, nicht jeden Tag, aber dafür dann mit Schwerpunktkontrollen. Also das würde für mich stichprobenartig bedeuten. Generell gilt immer natürlich jetzt, was Strafen oder Möglichkeiten der Konfliktlösung betrifft, das gelindeste Mittel. Also wenn zum Beispiel jemand die Möglichkeit angeboten bekommt, im Homeoffice zu arbeiten, weil er keinen 3G-Nachweis bringen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre das natürlich optimal für das Verhältnis von Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Aber natürlich, im Endeffekt kann das zu Strafen führen und die Strafen, die festgeschrieben sind im Covid-Maßnahmengesetz, sind 500 Euro für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 3.600 Euro für den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin. Zu den Tests kann ich sagen, wenn die Stufe 2 erreicht werden sollte, da reden wir von einer Auslastung der Intensivstationen von 15%, also 300 Betten, dann wird es zu einem Wegfall der Wohnzimmer, der Gültigkeit der Wohnzimmertests kommen. Das ist die Stufe 2. Abseits dessen gilt PCR 72 Stunden und Antigen-Test 48 Stunden. 24. Entschuldigung, Regen, Gottes Willen. PCR 72 und Antigen-Test 24 Stunden. Ja. Herr Schmidt, bitte. Ich hätte eine Frage zu den Neuinfektionen. Die sind heute bei über 3.700. Wie sind denn Ihre Prognosen, Herr Gesundheitsminister? Was liegt Ihnen davor? Und werden wir uns auf einen harten Winter einstellen müssen oder wird dann im Frühjahr die Pandemie hoffentlich für immer abebben? Ja, das ist richtig. Wir haben 3.727 Positivtestungen eingemeldet bekommen. Das ist sehr viel. Wir haben jetzt nach 4-5 Wochen Seitwärtsbewegung bei einem doch höheren Niveau eine stabile Entwicklung gehabt, vor allem auch auf den Intensivstationen. Die Inzidenzen steigen jetzt wieder. Wir haben die zweite Stufe, die wir bereits vor 5 Wochen definiert haben, auch die dritte Stufe gemacht. Das heißt, wir haben
ein, glaube ich, sehr transparentes System geschaffen, ab welcher Auslastung der Intensivstationen welche Maßnahmen dazukommen. Das ist wichtig, dass auch die Maßnahmen eingehalten werden, dass sie verstanden werden. Jetzt machen wir zusätzlich 3G am Arbeitsplatz, was, wie gesagt, in Italien, in Slowenien doch dazu geführt hat, dass Menschen sich zunehmend auch den ersten Stich geholt haben. Wir beobachten die Lage sehr genau. Die Stufen sind definiert und genauso gehen wir weiter. Das wird auf uns alle ankommen am Ende. Wir müssen uns die Hände waschen, Masken tragen, Abstand halten, uns an die 3G-Regelung halten. Jetzt haben wir eine, glaube ich, sehr gute Regelung, die den Arbeitsplatz betrifft. Die ist auch sehr breit besprochen worden mit den Sozialpartnern. Es hat dann eine Zustimmung auch der SPÖ, das war auch eine Forderung der SPÖ, durchaus. Auch das wird zu einer zusätzlichen Sicherheit führen. Die Zahlen gehen jetzt rauf. Wir werden sehen, wie weit. Stufe 2 ist definiert, Stufe 3 ist definiert. Wir haben 3G am Arbeitsplatz und das ist jetzt der Plan. Den haben wir vor über 5 Wochen bereits präsentiert. Bitte, die Kollegin. Ich wollte nochmal nachfragen, wie es aussieht, wenn jemand wirklich kontinuierlich sich weigert, keinen 3G-Nachweis zu bringen. Sie haben jetzt Homeoffice angesprochen. Ist das eine Möglichkeit, den Arbeitnehmer dann auch dauerhaft ins Homeoffice zu schicken oder wird der freigestellt vom Dienst oder gekündigt? Und eine Frage noch an den Gesundheitsminister. Maskenpflicht fällt ja jetzt weg mit den 3G am Arbeitsplatz. Kann es denn sein, dass parallel zu dem Stufenplan dann doch noch nachgeschärft wird, zum Beispiel für Ungeimpfte, dass die dann eine Maske tragen müssen? Was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft, glaube ich, muss man zwei Dinge unterscheiden. Einerseits die Regeln, die es gibt im Covid-Maßnahmengesetz. Das sind also die Möglichkeit einer Strafe im Fall der Nichtbefolgung dieser 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Jetzt gibt es nicht die Möglichkeit, und ich hoffe, das passiert nicht, dass sich jemand beharrlich weigert, sich an die Regeln überhaupt zu halten. Da gibt es nicht die Möglichkeit, hoffentlich die betreffende Person zu überzeugen. Aber wenn das nicht gelingt, gibt es im Arbeitsrecht bestehende Regelungen. Also wir haben da nichts geändert im Arbeitsrecht. Die würden auch nicht anders sein, wenn jemand den Arbeitsort nicht betreten kann, weil er gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt. Dann wäre das eine Abwesenheit, die zum Entfall der Entgeltfortzahlung führt. Man bekommt also für diesen Tag oder für diese Zeit kein Entgelt. Und in Österreich ist ja eine Kündigung auch ohne Gründe möglich. Also es gibt nicht Fälle, die das dann angefochten haben. Einen Fall beim Obersten Gerichtshof gibt es schon von jemandem aus dem Pflegebereich. Der Oberste Gerichtshof hat das bestätigt, die Möglichkeit der Kündigung. Das heißt, im schlimmsten Fall kann das bis zur Kündigung führen. Aber das wurde jetzt nicht angepasst. Das sind die bestehenden Regeln aus dem Arbeitsrecht. Und die würden auch für andere Gründe gelten, die ähnlich gelagert werden. Bezüglich Masken haben wir versucht, eine Vereinfachung in der Maskenregel zu machen. Ich darf kurz zitieren: Arbeitnehmer grundsätzlich 3G und dann keine Maske. Ausnahme sind die Alters- und Pflegeheime und die Krankenhäuser, weil besonders gefährliches Setting, dort 3G plus MNS. Kundinnen und Besucherinnen in Alters- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern grundsätzlich FFP2, das heißt bei den notwendigen Grundbedürfnissen, wir reden vom Supermarkt, vom Postamt, von Banken, muss man eine FFP2-Maske aufsetzen, genauso wie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Im nicht lebensnotwendigen Handel, also alles andere, entweder 3G oder Maske. Und sonst in sämtlichen anderen 3G-Settings, so wie bisher Gastro, Hotels, Friseure, Veranstaltungen, keine Maske, also 3G. Es ist leichter, wenn man es versichert. Aber es ist einfacher als vorher. Genau. Ich glaube, 3G oder Maske, das ist, kann sich jeder auch merken. Wo kein 3G ist, da ist Maske sehr praktisch. Gibt es noch weitere Fragen? Frau Haslinger? Ja, bei uns kosten die Tests eben nichts, in Italien kosten sie etwas. Fällt damit nicht ein Anreiz weg, sich impfen zu lassen?
Ich glaube, die gleichzeitige Einführung von 3G am Arbeitsplatz und die Abschaffung der Kostenlosigkeit von Tests ist schwierig, weil das würde viele Arbeitnehmer doch in Bedrängnis bringen. Das heißt, ich glaube, es ist eine gute Regel, die wir jetzt gefunden haben, die ist fair. Sie zieht nach dem Freizeitbereich, sie zieht nach dem schulischen Bereich und sie führt dazu, dass Menschen sich das testen, was ja immer unattraktiver wird mit einem nur 24-Stunden gültigen Antigen-Test, beispielsweise PCR kriegt man auch nicht überall, doch sich dann dafür entscheiden werden, impfen zu gehen. Also ich erwarte mir schon auch eine Zunahme der Erststiche und mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Das waren durchaus, also die 3G am Arbeitsplatzregelung war durchaus etwas, was auch Arbeitgeber eingefordert haben, weil das einfach den Arbeitsplatz sicherer macht, weil nicht K1-Personen dann nach Hause geschickt werden müssen, weil man keine Absperrungen mehr braucht, keine Homeoffice-Regelungen und so weiter. Also das macht einfach den Arbeitsplatz sicherer. Es betrifft ja 2/3 der Menschen in Österreich gar nicht, weil die sind entweder geimpft oder genesen. Und ich glaube, das ist die richtige Maßnahme, gerade vor jetzt wieder steigenden Zahlen. Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf zu diesem Thema, ich glaube, uns beiden war es sehr wichtig, dass es Sicherheit gibt, dass es Klarheit gibt, aber dass gleichzeitig auch keine sozialen Härten entstehen. Und wenn man die Tests jetzt kostenpflichtig gemacht hätte, hätte das zu sozialen Härten geführt. Ich bin deshalb sehr froh, dass wir das sehr früh ausgeschlossen haben und gesagt haben, bis auf Weiteres bleiben die Tests kostenfrei, damit eben auch jeder die Möglichkeit hat und damit nicht unnötige Härten entstehen. Und ich glaube, das ist eine gute Regelung. Ich bedanke mich herzlich und wünsche allen noch einen schönen Tag.